Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space, auch wenn ich den Titel immer noch nicht verstehe. Ich muss was machen, Leute. Vielleicht sollte ich mir wirklich einen zu... Und wo unser... Wir müssen nach San Francisco. Ich habe in San Francisco was vergessen. Verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wie wir leider feststellen mussten, ist unsere Maschine aufgrund eines Ausfalls des Navigationssystems weit vom Kurs abgewichen. Da unsere Treibstoffreserven zur Neige gehen und wir derzeit mit ungewöhnlich starken Turbulenzen kämpfen, sind wir leider gezwungen, eine Notlandung durchzuführen. Okay. Bitte bewahren Sie Ruhe. Bleiben Sie auf Ihren Plätzen und schnallen Sie sich an. Es ist nichts zu befürchten. Sollten wir die Landung überleben? Oh. Nach der Landung werden unsere Techniker unverzüglich mögliche Schäden am Flugzeug beheben. Aufgrund von Personalmangel muss aber leider das Los entscheiden, welcher der Passagiere die nähere Umgebung nach Treibstoffreserven zu durchsuchen hat. Da es draußen sehr kalt ist, erhält der Freiwillige natürlich ein Heißgetränk gratis. Ich sage rechtzeitig Bescheid, sobald wir mit dem Landeanflug beginnen. Oh mein Gott, der Tank ist leer. Wir müssen sofort runter. Festhalten! Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Aufgrund eines Turbinenschadens musste das Flugzeug notlanden. Und zwar hier. Irgendwo im Nirgendwo. Vermutlich bin ich am Nordpol. Und das Schlimmste ist, wenn ich kein Kerosin auftreiben kann, komme ich von hier nicht mehr weg. Von Schottland nach San Francisco zum Nordpol fliegen ist schon nicht schlecht. Naja, okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber gut, okay. Keine Ahnung. Es ist eiskalt hier. Es ist eiskalt hier. Haben wir nicht... Oh, jetzt ist meine Leiste wieder verschwunden. Haben wir nicht irgendwie ein... Wie ging das gleich nochmal, dass die wiederkommt? Genau. Haben wir nicht ein Heißgetränk? Gefüllter Kaffeebecher. Keine Chance. Keine Chance? Der heiße Kaffee sollte mich etwas aufwärmen. Jetzt ist mir nicht mehr kalt. Weiter geht's. Ach so, na dann, cool. Aber wohin gehen wir denn? Gibt doch keine Marker und nix. Wollen wir mal nochmal reingehen? Ohne Kerosin kommen wir von hier nicht wieder weg. Okay, Kerosin. Ein Schneemann. Cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, super. Die Welt ist in Gefahr. Meine Linienmaschine ist abgestürzt und ich nehme ein entspannendes Eisbad. Vergiss es. Das hilft mir nicht weiter. Ein Schneemann? Wie kommt der denn hierher? Ich komme leider nicht näher ran. Soll ich die vielleicht als Brücke benutzen? Gute Idee. Ich könnte die Skier als Brücke verwenden. Hey, Kumpel. Alles klar? Oh, ich habe ihn kaputt gemacht. Hey, da ist ja was zum Vorschein gekommen. Kerosinkanister. Genau, wonach ich gesucht habe. Dann sollte der Weltreise ja nichts mehr im Wege stehen. Aha, okay, das ist weird.
Der Weg führt. Wohin soll ich jetzt fahren? Ich sollte mal beim Infiltrator vorbeischauen. Also los. Tja, das kann wohl einfach zufällig passieren, dass man auf dem Nordpol Not landet. Und dann muss man ein kleines Mini-Rätsel lösen. Warum nicht? Ist doch irgendwie nett. So, jetzt passt auf. Du, ich brauche nämlich seinen super Tight-Cutter, den er mir nicht geben will. Willst du nicht das Marmeladen-Buttermesser haben? Stattdessen. So lieber nicht. So lieber nicht. Aha! Nein, was ist das? Zack, so helfen Sie mir doch. Das Blut, überall Blut. Ich habe mich geschnitten. Nicht schon wieder. Wie damals in der Chirurgie. Überall Blut, das halbe Bein weg. Blut. Mir wird schlecht. Ich muss mich übergeben. Sadistischer Chefredakteur treibt labilen Mitarbeiter in den Wahnsinn. Aber wenigstens habe ich das Titan-Cuttermesser. Tja, und Jerry ist abgehauen. Der sitzt jetzt wohl in der Notaufnahme. Come on, guys, wirklich. Und dann ist hier noch so ein Fleck am Boden. Bäh. Naja, okay. Wenigstens haben wir jetzt das Titan-Super-Cuttermesser und können damit den Haken spitzen. Ich habe den Haken angespitzt. Er ist jetzt wahnsinnig spitz und scharf. Und jetzt kombinieren wir die Angel mit dem Haken. Okay, ich werde den kleinen Haken abnehmen und den großen daran befestigen. Sehr schön. Den Silberfisch haben wir ihm gegeben, oder? Na dann. Zum Flughafen, bitte. Mussten wir jetzt leider einen kurzen Umweg nehmen, weil das habe ich wohl irgendwie vergessen damals. Beziehungsweise habe ich ja sogar draufgeklickt, aber ich dachte, man kann es wirklich nicht nehmen. Sie öffnet sich ganz automatisch. Und ich hätte auch nicht gewusst, für was. Ich habe noch... Achso, ja, wir haben kein Ticket. Wo kriegen wir ein Ticket her? Ah, hier ist die Ticketmaschine. Zum Glück ist so ein Flug nach Schottland echt nicht teuer. Wir haben echt genug Geld. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder irgendwelche Schneemänner um nach Kerosin bitten oder so. Wäre das Monster von Loch Ness nicht ein super Artikel für unser Schmierblatt? Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen investigieren. Sieht so aus, als hätte ich einen größeren Haken gefunden. Jo, das sieht doch gut aus, Mann. Den Mann taucht. Na, Quabbe, hättest du nicht gedacht, dass wir so einen dicken Brocken bekommen? Besten Dank, ohne dich wäre das nichts geworden, ne? Du kannst dir denken, was meine Alte zu Hause rumgezetert hätte. Ach, wissen Sie, man hilft doch, wo man kann. Nach all den Jahren hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es in diesem Tümpel Fische gibt. Dummerweise habe ich meine Kühlbox nicht mitgenommen. Es sieht nicht so aus, als würde er sich lange halten. Ja, ich sollte hinmachen, aber ein wenig Zeit, um dir ein wenig Seemannsgarn zu erzählen, die habe ich ja schon noch, ne? Da gibt es etwas, was mich schon länger stutzig macht. Ich frage mich, woher ihr Dialekt stammt. Die Einheimischen reden nicht so und wie ein Seemann sehen sie mir auch nicht aus. Ja, das hast du gut beobachtet. Nun, dir kann ich ja vertrauen. Ich komme eigentlich aus der Schweiz und das Ganze ist eine Tarnung. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich habe in Paris mit Ihrem Kollegen Dr. Levy gesprochen. Ah, der gute Julio. Wie geht es ihm? Gut, denke ich. Er lässt sich dort Seestern-Blaubeer-Creme-Ragout munden. Der alte Feinschmecker wusste schon immer zu leben. Er hat mir von Ihren Forschungen erzählt und davon, dass Sie von einem zwielichtigen Verein je beendet wurden. Können Sie mir mehr dazu erzählen? Von unserem Forschungsprojekt weißt du dann ja bestimmt schon.
Wir beobachteten und erforschten plötzlich einen unnatürlich starken Pflanzenwuchs. Kurz vor unserem Durchbruch kam dieser komische Gartenbauverein. Wie hieß er doch gleich? Kanonischer Frieden, so hieß er. Die Jungs waren irgendwie ganz dicke mit der Schweizer Regierung und hatten selbst die Garde hinter sich. Als das Gericht unsere Forschungen schließlich verbot, da wir angeblich Pflanzen unter nicht artgerechten Umständen halten würden, marschierte die Garde in unser Gewächshaus ein und erklärte es zur militärischen Sperrzone. So viel zur Neutralität der Schweiz. Unsere gesamten Forschungsmaterialien und Ergebnisse wurden schließlich dem Gartenbauverein zugesprochen, damit er sich um die Resozialisierung der Forschungspflanzen kümmern konnte. Nicht artgerechte Pflanzenhaltung. Da könnte man doch fast jeden Menschen der Erde verurteilen. Haben Sie eine Ahnung, was der wahre Hintergrund der Klage war? Mit der Zeit hat mich das Gefühl beschlichen, dass dieser Verein schon von uns an ähnlichen Phänomenen erforscht hat. Daher wollten sie uns aus dem Weg räumen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es nur darum ging, vor uns einen Nobelpreis zu erlangen. Sondern? Stell dir mal vor, was man alles anstellen könnte, wenn man den Pflanzenwuchs kontrollieren könnte. Man könnte damit den weltweiten botanischen Markt beherrschen. Ja, das wäre schrecklich. Oder? Unbedingt. Wer eine solche Möglichkeit besitzt, kann an einem Tag prachtvolle Pflanzen produzieren und damit sämtliche Märkte überschwemmen. Das könnte verheerend sein, denn wer weiß, ob die so gezogenen Pflanzen die Qualität herkömmlicher Gewächse erreichen. Stell dir vor, die Pflanzen würden schneller altern. Du kaufst einen Gummibaum und nach einer Woche stirbt er ab. Dein Vertrauen in Pflanzen wäre noch zutiefst erschüttert. Niemand würde mehr Pflanzen kaufen und wir würden eine Welt ohne Zimmerpflanzen leben. Grauenhaft. Spontan eingehende Zimmerpflanzen schocken die Weltbevölkerung. Klingt bescheuert. Meinen Sie nicht, dass es lohnender wäre, zum Beispiel Unkraut auf Feldern mit so einer Technologie stärker wachsen zu lassen? So könnte man Gebiete unfruchtbar werden lassen, um astronomische Summen zu erpressen. Nein, das klingt absurd. Na gut. Was meinen Sie, hat der Verein mit Ihren Arbeiten angestellt? Sie haben sich in unserem Gewächshaus eingenistet. Ich war noch einmal dort, bin aber gar nicht mehr in die Nähe gekommen. Das ganze Gebiet ist abgeriegelt und wird schwer bewacht. Was könnte es sein, dass Sie es so stark bewachen? Vermutlich haben Sie Ihre eigenen Entwicklungen ebenfalls dorthin gebracht und möchten Sie mit unseren Ergebnissen perfektionieren. Ich befürchte, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als mich mal genauer in Zürich umzuschauen. Dann lass dir eins gesagt sein. Wenn du dich innerhalb des gesicherten Gebietes aufhalten möchtest, brauchst du unbedingt eine gute Tarnung. Doch ist alles überwacht und wenn du nur ein bisschen auffällst, nun, wer weiß, vielleicht verfüttern sie dich an Audrey 3. An wen? Audrey ist eine fleischfressende Pflanze einer bisher unbekannten Spezies. Ich habe sie vor einigen Jahren von einer Expedition aus Mexiko mitgebracht. Sie reagierte als erste Pflanze auf unsere Versuche, was dazu führte, dass sie sich nicht mehr mit Insekten zufrieden gibt. Soweit möchte ich gar nicht denken. Danke für den Rat. Ich werde mich gleich auf die Suche nach einer geeigneten Verkleidung machen. Haben wir nicht schon die Pflanze irgendwie getroffen oder zumindest so eine sehr ähnliche? Okay, ich muss dann weiter. Petra Halminjong, und halt die Ohren steif, nicht? Joa. Warst du schon in Schottland? Okay, kurzer Stopp, ein Bildschirm nur. Also Flughafen nicht mitgerechnet. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich nach Zürich will, sollte ich mir unbedingt eine geeignete Verkleidung basteln. Eine Maske wäre gut, aber wo soll ich die hernehmen? Es ist zwar etwas gewagt, aber vielleicht sollte ich mich als Caponia King verkleiden. Als Caponia King. Da fällt mir jetzt spontan und weil es nicht so teuer ist, machen wir das jetzt einfach und mal, soll es die- ohne dass ich nachlese. Endlich geht's wieder nach der Friseursalon ein. Mal schauen. Vielleicht haben wir da Glück. Wohin soll ich jetzt fahren? Gut, ich sollte mal zu Hause nach dem...
Bitte warten Sie, es dauert nicht lange. Okay. Das sieht ziemlich un... Ich habe es mir überlegt. Sie haben recht, eine Perücke ist genau das, was ich jetzt brauche. Hervorragend. Der alte Stanislav weiß doch immer, was seine Kunden wollen. Für ihre ultimative Perückenzufriedenheit müssen sie lediglich noch unseren Typencheck machen. Fangen wir an. Wie alt sind sie? Woher weiß denn ich das nicht? Was? Wahrscheinlich, der dürfte schon mindestens hier so sein. Zwischen 26 und 35 liegen Sie richtig. Ganz klar. Ein Mann in den besten Jahren. Weiter zur Frage 2. Welche Tätigkeit üben Sie aus? Soll ich die Wahrheit sagen? Oder soll ich das sagen, damit ich aussehe wie der King? Weil das war doch seine Idee. Ich befinde mich in einer Führungsposition. Sie werden sehen, eine Perücke wird Ihren Erfolg noch verdoppeln. Als nächstes muss ich wissen, welcher Musiker Sie am meisten anspricht. Elvis Presley, der ist cool. Ah, ein Anhänger des Kings. Und welches sind Ihre bevorzugten Ziele im Urlaub? Mystische Gegenden, um die sich Legenden ranken. Waren Sie schon mal in Ägypten? In vielen Pyramiden sind Anleitungen zu sehen, wie damals Perücken hergestellt wurden. Fünfte Frage. Wie würden Sie sich mit einem Auto am liebsten fortbewegen? Ich stehe auf unkomfortable Fahrten in einem VW Käfer. Komfortabel. Mal sehen, was sich machen lässt. Und als letztes sollten Sie mir Ihre Wunschhaarfarbe verraten. Na, wenn wir aussehen wollen wie der King, natürlich schwarz. Klassisches Schwarz passt immer gut. Damit ist der Fall klar. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Sie werden überrascht sein. Sie werden sich nicht wiedererkennen und vor allem nicht mehr von Ihrer Perücke trennen können. Das war bisher noch immer so. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Wie weit sind Sie mit meiner Perücke? Tja, was denken Sie denn? Die Artificial Hair Brothers sind nicht umsonst weit und breit bekannt. Wunderbar. Die Perücke ist fertig. Darf ich um Ihre Cashcard bitten? Hier, bitte. Besten Dank, mein Lieber. Und hier ist sie, Ihre niegelnagelneue Perücke. Und wenn Sie noch weitere Pflegetipps brauchen, Sie wissen, wo Sie mich finden. Danke, ich werde mich vertrauensvoll an Sie wenden. Eine schwarze Perücke. Aber sie hat eine sonderbare Form. Wie soll ich die Capone damit täuschen? Sieht ja interessant aus. Ich bezweifle aber, dass ich mit dieser Perücke die Capone hinters Licht führen kann. Damn. Verdammt, dann haben wir wohl die falsche Fragen beantwortet. Müssen wir nochmal durchgehen wahrscheinlich. Aber dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und morgen machen wir uns noch eine Perücke, die vielleicht besser ist als die Perücke. Ich erkenne auch überhaupt nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Schade, dass wir die nicht aufsetzen können. Sieht ja interessant aus. Naja, mal schauen. Ciao.